den Raum befüllen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege mit Armin ohne Arm. Mit Armin ohne Arm. Eine korrekte Aussage. Nope, stimmt ja auch. Du bist da, aber nicht im Spiel. Richtig. Gut, ein ganzes Magazin auf zwei Drohnen verschossen und nichts getroffen. Nur weil du zweimal meinen Namen erwähnt, heißt es ja nicht, dass es irgendwie im kausalen Zusammenhang ist. Zusammenhänge gibt es sowieso nie. Nein. Es bleiben 10 Sekunden. Zusammenhänge sind was für Armin. Nur noch 5 Sekunden. Ja. Vor allem hängen. Durchhängen. Ja, und abhängen. Und abhängen. Ah, vor allem abhängen. Oder mithängen. Einfach mal die Dinge so hängen lassen, wie sie sind. Oder durchhängen. Klingt das etwa dumm für dich? Nee, hängende Sachen hängen ja ab und zu auch mal, wenn sie so rumhängen. Oder sie fallen. Ja, eigentlich machen sie es ja immer, oder? Fallen, nein. Die hängen fallen ja prinzipiell immer. Nein, an sich nicht. Also, ja, Definitionsfrage. Nur eine. Aber fallen bedeutet ja Bewegung. Ja, aber fallen impliziert Bewegung. Okay. Und hängen nicht. Ja, okay, das stimmt. Aus dem Gesichtspunkt stimmt das natürlich. Ich habe richtig viel gemacht. Ich bin rumgelaufen, habe C4 gegen die Wand geworfen und dann war es gewonnen. Ja, geil. Also vielleicht war hinter der Wand einfach 5 Leute. Nee, es wurde auch nur einer gekillt vom... Ach, so viele sind ausgestiegen. Ja gut, dann fängt jetzt halt die Folge an, die Feierfolge. Folgefeier. Soll ich da arbeiten oder so? Ja, klar. Ja, ich muss um 16 Uhr los. Ich hab zwar jetzt noch ein bisschen Zeit, aber da muss ja auch noch was gemacht werden. Was musst du noch machen? Fällt mir gerade mal ein. Also mal abgesehen von Uni, aber könnte ja sein, dass du Haushalt noch was machen musst. Ja, auch. Okay. Ich soll noch zum Friseur, oder ich möchte. Na, ich fange. Morgen an, für die Klausurphase zu lernen. Ich lerne eigentlich schon seit Anfang Januar. Also für QM halt. Ja, bei mir ist ja ein bisschen was anderes als bei dir. Ich habe nicht den Punkt gefunden. Komisch. Ja, was ist eigentlich mit deiner Renderqualität los? Du hast gesagt, du kriegst das Programm nicht mehr dazu, dass es irgendwie das macht, was es machen soll. Ich habe es noch nicht neu installiert. Ach so. Ah. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine großartigen Fehler gefunden, als ich die gerendert habe. Also hier mit der schlechteren Qualität. Geisel in Sicht. Das ist komisch. Die magischen Momente, wenn man irgendwas rendern möchte. Was ich herausgefunden habe, man sieht mit dem IQ-Detektor die Pulsdinger. Also ja. Du kannst Puls praktisch orten. Ja, ich weiß, wenn er das Gerät anhat, aber auch. Ja. Ich glaube, wenn er es nicht anhat, funktioniert nicht. Da wäre auch ein bisschen imbar, wenn... Jetzt... Nee, also darauf lasse ich mich nicht ein. Ihr könnt ja gerne da Action machen. Gehen wir langsam weiter. Ich muss nachladen. Ich spiel gleich einfach nur für eine Vorlesung hin, ey. So. Ah, fuck, zu spät gesehen. Ist doch geil, wa? Eine Stunde hinfahren, zwei Stunden da sein, eine Stunde zurückfahren. Naja, ich fahre ja keine Stunde, ein Glück. Boah, würde ich ja heulen. Fährst du nicht eine Stunde? Nee, 45 Minuten. Sind denn einfach mal hin und zurück eine halbe Stunde. Überrennt. Ja, okay. Dann geht es. Das ist eine halbe Stunde länger zocken. Ja. Oder eine halbe Stunde länger Cosmo ärgern. Cosmo, 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 Cosmo. Oh, ist das süß? Ja, das ist manchmal süß. Manchmal bist du aber auch noch nicht Stinkmonster. Vor allem, wenn du hinter den Rechnern gehst, da finde ich dich mal ein Treten für. Das sind halt Katzen, ne? Ja.
Hätte auch gestern geschafft, das USB rauszuziehen. Zumindest den Stress hatte ich beim Aufnehmen. Das ist doch super, oder nicht? Oh. Alles ist super, was mit Aufnehmen zu tun hat. Alles. Auch wenn Katzen dabei sterben, was? Nein, dein USB-Dings rausziehen. Dein Mikro. Oh nee, das ist wirklich. Das hat er gestern irgendwie. Ich frage mich auch vor allen Dingen, wie. Also, es muss ja scheinbar irgendwie funktionieren. Wahrscheinlich war das Kabel irgendwie so, dass er einfach so ein bisschen gezogen hat am Kabel, also einfach nur vorbeigelaufen. Oh, hallo. Und dann wird er wahrscheinlich da mit ein bisschen Ruck das rausgezogen haben. Reicht ja nur, wenn es nur einen Millimeter raus ist. Den Raum befestigen. Und die Kontakte nicht mal miteinander in Verbindung stehen. Ja, meine Save war ganz gut angenommen, also. Nice. Einzige, was halt kritisiert wird, sind die Formensachen. Also ich habe halt kein vernünftiges Deckblatt, was hätte sein sollen. Okay. Ja, einfach weil ich ein Nachtfeuer geschrieben habe sozusagen und ein Tagfeuer. Ich glaube, ich habe da auch der ein oder andere Rechtschreibfehler reingebogen. Aber jetzt inhaltlich jetzt nichts, was sie kritisiert haben. Ich glaube, da wird meine Dozentin eher drauf zurückkommen. Aber naja, mal schauen. Eigentlich, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Na, das war top. Jedenfalls mit der Einleitung. Und was hätte ich noch? Irgendwas wollte ich doch noch. Heulen. Das auch. Also, die nächsten Bücher zurückbringen. Das kann ich morgen machen. Ey, kann ich morgen nicht mal, ich morgen arbeiten, fuck. Vielleicht bin ich tot? Warum sage ich das eigentlich und sterb dann? Wolltest du mich angreifen? Ich hab's gesehen. Der springt da erstmal hoch und versucht meinen Arm zu packen, ey. Er mag dich halt. Ja, wenn's mal ein Symbol dafür wäre. Also er faucht zwar nicht und so, ich glaube eher, er ist in so einem Spieltrieb dann drin. Oder er mag halt in dem Moment das nicht. Da sind ja Katzen doch sehr, sehr drastisch, wenn sie etwas nicht mögen. Ja, fick dich mal. Lass es jetzt über mich ergehen, bis ich wirklich keinen Bock mehr habe. Dann zack! Lichtgeschwindigkeitsklaue, ey. Ich habe einen gekillt mit meiner Capcan-Trap. Yeah, nice. Ja, eigentlich ist Capcan ganz cool, wa? Weil die Traps funktionieren manchmal, also häufiger, als man, glaube ich, denkt. Irgendwie, keine Ahnung. Weil viele halt einfach nicht damit rechnen. Ja, du musst die aber weit weg von dem eigentlichen Objekt verwenden. Ja, genau. Sonst ist ja... Es rennt ja halt kaum jemand rein und wenn du halt die Zeit hast, dir den Raum anzugucken, wirst du halt die schon finden. Aber wenn du die halt irgendwie so in einem Eingang oder so postierst, also so ein Fenstereingang ist, glaube ich, schon ganz nett. Na. Katzmo! Katzmo! Ja, ich ärgere dich. Ich wollte es nicht angreifen. Geil, jetzt lassen sie sich da alle von dem wegsnacken. Nom, nom, nom. Hey, der Vortrag gestern über Marcel Janssen, ach, Wolfgang Janssen war jetzt nicht so geil. Marcel Janssen, ja geil. Wäre auch geil, so in der Pädagogik über Marcel Janssen zu sprechen. Aber nie. Da hat irgendwie eine dann die ganze Zeit plötzlich versucht, alles mit Beispielen zu beschreiben, um das irgendwie verständlich zu machen. Und ich mir denke, oh nee, Alter, du hast jetzt 10 Minuten alleine gesprochen. Wir sind 5 Leute, wir haben alle noch irgendwie... gefühlt 2,5 Minuten. Ja, war dann halt eigentlich so cool, wurde aber halt positiver angenommen, als es heute war. Die Dozentin wusste, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Und ja, es ist auch. Okay. Nur wir haben gewonnen, ich habe nur einen Kill gemacht, mein Gott. Geil, also ich weiß nicht, ich finde, du hast schon maßgeblich dazu beigetragen. Ja. Ey, hättest du den Kill nicht gemacht, hätte der wahrscheinlich alle anderen über den Haufen geschossen. Jawohl, hier Bangladesch hat ordentlich gerockt mit 7 Kills. Oh, Alter. Ja, der hat eigentlich alles alleine gemacht. Ja, das Problem war, ich war nicht als Kanonenfutter dort. Ja, das stimmt. Um hier mehr Kills reinzuholen. Also eigentlich bin ich genau dafür da. Ich hab endlich meine halt automatisch schlechter. Oh. Puckt. Eure Spiele des Jahres. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge von Rainbow Six Siege wieder. Also, raus bis dann. Tschüss.